Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Heute möchte ich euch ein kleines, wunderschönes Set vorstellen, und zwar das Lego Ideas Set von den Flintstones, also Familie Feuerstein, aus der Ideas Reihe. Das Set ist von 2019 und hat 748 Teile. Das Set gibt es momentan nur exklusiv bei Lego, online und in den Stores für 59,99. Also ich habe das Set übrigens im Online-Shop bei Lego gekauft, ganz regulär. Und das Einzige, was ich da bekommen habe, sind halt ja, diese VIP-Punkte, gut geschrieben. Jetzt haben wir uns die Verpackung genug angeschaut und gucken wir mal in das Innere des Kartons. Wir brechen da die Siegel. Das ist hier ganz schön gemacht. Wieder nicht diese Eindrücklaschen, wo man die Verpackung mit beschädigt. Übrigens, dieses ist ja ein Ideaset. Und das heißt, das ist von einem Fan-Designer designt worden, dieses Set. Und zwar von Andrew Clark. Es ist nicht ganz so umgesetzt, wie er es halt ja, vorgestellt hat, aber. Ehrlich gesagt, ich bin mit diesem Set auch so zufrieden. So, jetzt haben wir im Inneren haben wir 6 Tüten. Und eine Bauanleitung. Zu der kommen wir dann gleich. Hier haben wir halt, ja, im Intro geht es halt um den Fan-Designer kurz. Und dann die Lego-Designer. Dann ein bisschen Geschichte über die Flintstones. Dann wie man den Brickseparator benutzt und dann hier halt die Bauabschnitte und Tütenzahl. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um 6 Tüten und 6 Bauabschnitte. Ja, die Lego-Bauanleitung ist wie immer sehr einfach und hat die Lego-Bauanleitung hat dann übrigens auch 173 Seiten. Übrigens, hier ist dieser Brickseparator in Türkis drin. Übrigens mein erster, den ich in der Farbe habe. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alle in Orange jetzt noch gefertigt werden oder alle in Türkis. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es mal in die Kommentare. Gut, soweit zur Bauanleitung. Wühlen wir uns mal ein bisschen durch die Tüten. Hier haben wir sie mal ausgebreitet. Die 6 Tüten. So, in der Tüte 1. Dort bauen wir halt das Auto, den Dino-Knochen und Fred und Velma. Und hier ist übrigens auch der Brickseparator drin. In der Tüte 2 bauen wir unten den Rasen und das Fundament des Hauses. In der Tüte 3 bauen wir die Wände des Hauses. In der Tüte 4 bauen wir weiter Wände, Schornstein und die Palme. Und in der Tüte 5 bauen wir das ganze Innenleben des Hauses, die Möbel und natürlich die beiden Figuren noch von Barney und Betty. Zum Schluss Tüte 6. Hier wird das Dach und der Briefkasten gebaut und ein bisschen Grün auf dem Rasen. Hier haben wir den neuen Brickseparator. Kommen wir nun zu den Figuren. Wir haben hier Fred Feuerstein. Super bedruckt. Echt klasse das Gesicht. Hier haben wir Velma, seine Frau. Sie hat 2 Gesichter. Hier ist dann der Barney Geröllheimer, auch nur ein Gesicht. Und Betty Geröllheimer, auch mit 2 Gesichtern. Also die Figuren sind echt klasse. Schauen wir uns jetzt mal das gesamte Set im Näheren an. Hier haben wir nochmal die 4 Figuren. Dann das Haus, das Auto und den Briefkasten. Das Haus erinnert mich so wirklich an so ein bisschen an so ein Gesicht mit Nase, Augen. So, wir können jetzt bei dem Auto können wir das Dach nach hinten klappen, um die Figuren besser reinsetzen zu können. Hier haben wir halt den Fahrer, Fred. Dann daneben setzen wir Barney, hinter Fred dann Wilma und zum Schluss Betty. Dann können wir das Dach wieder zuklappen und es lässt sich auch wirklich astrein fahren. Also das rollt wie eine Eins.
Wie mit richtigen Rädern. An der Seite können wir dann diesen Dino-Knochen anbauen und können dann simulieren, dass der dann zur Seite rüberkippt, was bei dem Vorspann in dem Video auch immer zu sehen ist. Ja, rollt super das Ding. Kommen wir dann mal zum Briefkasten. Dort steht schön groß alles bedruckte Teile natürlich. Flintstone drauf. Und dort ist auch ein Brief drin. Unten ein bisschen Rasen angedeutet. Ein kleiner Baumstamm. Ganz nett gemacht. So, vorne am Haus können wir schon sehen, haben wir ein paar, ja, Milchkannen, ein paar Pflanzen, ein bisschen Grün. Dann haben wir hier Vorhänge im Tigerlook, eine nette Tür. Dann an der Seite befindet sich der Schornstein, so ein schöner verfliest mit Steine. Dann haben wir hier eine Palme mit Kokosnüssen. Auf der anderen Seite ist auch noch ein bisschen Grün und so Gehwegplatten. Und es sieht wirklich aus, als wäre es aus einem Stein gemeißelt. Das Dach können wir übrigens abnehmen. Das ist sehr massiv und schön gebaut. Wie übrigens das ganze Haus. Es hat alles sehr viel Spaß gemacht beim Aufbauen. Ich drehe das Haus jetzt einfach mal, dann können wir uns besser das Interieur angucken. Was eigentlich auch ganz schön eingerichtet ist. Wir können hier die Seiten ein bisschen wegklappen. Dann haben wir hier die Tür, die sehr leicht geht, sehr leichtgängig ist. Und hier an der Wand haben wir eine Art Gemälde, ein Bild. Ja, da ist ein Mammut drauf. Übrigens alles bedruckte Teile bei Ideaset sind keine Aufkleber da. Dann haben wir hier eine nette Couch, hier eine Schale mit Obst, ein schönes Tischchen. Dann ist hier der Fernseher, darf natürlich auch nicht fehlen. Mit einem Film läuft da gerade Dino gesucht, mit Antenne. Hier so ein schönes Sideboard. Dann ist auf dieser Seite das Telefon. Da gehört schon ein bisschen Fantasie zu, um zu sehen, dass es Telefon ist. Hier haben wir eine nette Städtischlampe und eine Holzkiste mit, ja, Pins. Das ist ja quasi der Sport in der Steinzeit, Kegeln. Also ist schon viel los auf dem engen Raum. Und was gehört auf eine Couch? Natürlich die Frau oder die Frauen. Für die Herren gibt es dann den, ja, Freizeitsport des Kegelns. Also nach meiner Meinung hat Lego das Set eigentlich sehr gut umgesetzt und die Figuren sind echt klasse. Ich finde das Haus auch super gelungen. Ist echt eine runde Sache. Vor allen Dingen das Auto, das finde ich wirklich spitze. Ist sehr gut gemacht. Das Dach gefällt mir auch sehr gut, wie es gebaut ist. Die Palme. Also einfach klasse das Set. Ich habe nicht bereut, dass ich es mir gekauft habe. Auch jetzt für den vollen Preis bei Lego ist natürlich ein bisschen viel. Alle sind am Meckern, zu teuer, schlecht umgesetzt, vom was der Designer vorgelegt hat. Aber naja. Hier sind übrigens noch die Teile, die über waren. Eine ganze Menge. Ja, würde ich sagen. Von meiner Seite her, von der Set-Vorstellung war es das jetzt. Ich will hoffen, dass es euch gefallen hat. Vielleicht gefällt euch das Set ja auch. Und ich würde mich dann bei euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Es wäre schön, wenn ihr, ja, mir ein Abo dalasst, damit ich weiß, dass ich so weitermachen soll und dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Also, bis dann. Ciao.